Ja, unser heutiges Thema lautet Standesamtsbücher als eine der wichtigsten Quellen für Ahnenforscher. Standesamtsbücher gibt es im ehemaligen Preußen seit 1874, in anderen Gebieten schon viel, viel eher oder auch teilweise später. Und sie enthalten die staatlichen Geburts-, Heirats- und Sterberegister. Und wer Ahnenforschung betreibt, der muss zu Beginn einige Generationen seiner Vorfahren über die in den Standesamtsbüchern enthaltenen Informationen erforschen. Und das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen verfügt über die Zweitschriften der Standesamtsbücher und hat schon Digitalisate für den freien Zugriff online gestellt. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders auf Julia Kartke vom Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Ostwestfalen-Lippe in Detmold. Und sie wird uns nun Wissenswertes rund um die Standesamtsbücher als eine der wichtigsten Quellen für Ahnenforscher vermitteln. Und Julia, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist, und dann übergebe ich dir hiermit das Wort. Vielen, vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ich habe eben mal überlegt, und es war 2019, dass ich das erste Mal beim Ahnenforscher-Stammtisch damals noch in Unna war. Es war eine, da war ich noch nicht lange beim Personenstandsarchiv und ich war aufgeregt. Und es war so mein erster auch Vortrag vor wirklich vielen Teilnehmenden. Und ich erinnere mich noch an einen wirklich sehr angenehmen, sehr netten Abend mit total guten Gesprächen. Und das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich, und deswegen habe ich sofort zugesagt, als klar war oder als die Anfrage kam zum erneuten Vortrag. Und ich freue mich jetzt, Ihnen ein bisschen ein spezifischeres Thema vorzustellen. Beim letzten Mal waren es die, war es das Personenstandsarchiv im Allgemeinen. Und jetzt soll es um die Standesamtsbücher gehen. Oder besser die Personenstandsregister. Das ist ja auch die offizielle Bezeichnung für die vorhandenen Unterlagen. So. Ich habe mir für heute eine Gliederung überlegt. So, jetzt hat es funktioniert. Und zwar möchte ich Ihnen erst kurz das Personenstandsarchiv vorstellen. Wer sind wir überhaupt und was machen wir? Dann möchte ich auf die Standesamtsbücher, Schrägstrich Personenstandsregister eingehen und erklären, um was für eine historische Quelle es sich handelt, was der Inhalt ist. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, anhand derer wir das Ganze auch nochmal im Detail anschauen können. Dann möchte ich, weil ich glaube, dass es Sie am meisten interessiert, etwas zur Nutzung der Personenstandsregister sagen. Welche rechtlichen Vorschriften haben wir, auf was müssen wir achten? Und am Ende gehe ich auf unsere Digitalisierungsprojekte ein und stelle vor, was wir schon gemacht haben und was online schon zur Verfügung steht. Am Ende des Vortrags. Aber ich hatte es ja schon gesagt, immer nach den jeweiligen Unterpunkten mache ich eine kurze Pause, sodass wir Fragen direkt beantworten können. Was ist das Personenstandsarchiv? Das Personenstandsarchiv Westfalen-Lippe, das ist die ganz offizielle Bezeichnung, nahm als Abteilung des Staatsarchivs Detmold am 1. Januar 1965 seine Arbeit auf. Es hat seinen Sitz in Detmold und hier auf dem Bild sehen Sie die Urform, das ganz alte Gebäude des Landesarchivs. Wer heute mal oder in den letzten Jahren vor Ort war, weiß, dass gerade in dem Bereich links, ich weiß nicht, ob Sie meine Maus sehen können, hier ein ganzer Teil dran gekommen ist. Es hat sich also deutlich vergrößert. Wir haben, sind zuständig für die Personenstandsüberlieferung der Regierungsbezirke Detmold, Arnsberg und Münster. Und sind damit deutlich größer als der Zuschnitt der Archivsprengel, so nennt man das archivfachlich, der anderen Dezernate in Detmold. Wir haben hier wunderbare Grafik, die so ein bisschen untermalt, für was wir zuständig sind. Also die Abteilung Ostwestfalen-Lippe mit dem Personenstandsarchiv Westfalen-Lippe ist zuständig für die drei Regierungsbezirke, für die historischen Unterlagen in Ostwestfalen. Für die historischen Unterlagen in Arnsberg und Münster ist wiederum die Abteilung Westfalen zuständig. Und die Abteilung Rheinland ist zuständig für die Regierungsbezirke Köln und Düsseldorf und dort eben auch für die dort anfallenden Personenstandsunterlagen. Wir sind also nicht alleine das Landesarchiv. Es gibt noch zwei weitere Abteilungen, eben in Duisburg, wo auch die Zentrale und der Präsident sitzt und die Abteilung in Münster.
NRW ist damit eines von sehr wenigen Bundesländern, das seine Personenstandsüberlieferung zentralisiert hat. Bis 2008 waren wir sogar das Einzige und wir sind auch das Einzige, was gleich zwei Personenstandsarchive hat. Das liegt eben in der Genese des Archivs. Warum und wieso, dazu komme ich später nochmal. Ich komme noch, genau, die Striche, ganz vergessen. So. Hier sieht man eben nochmal den Aufbau des Landesarchivs und die beiden Dezernate mit der vier, die für die Personenstandsüberlieferung zuständig ist. Das Dezernat verwahrt für die Genealogie die zentralen Bestände, die Sie hier aufgelistet sehen. Das sind zum einen die Kirchenbücher aus Lippe. Das ist ein Depositum der Lippischen Landeskirche. Die Unterlagen, die Kirchenbücher gehören uns nicht, sie liegen aber aus historischen Gründen bei uns. Wir haben dann die Kirchenbuchduplikate und Zivilstandsregister sowie die zugehörigen Belegakten der Jahre 1779 bis 1875, Juden- und Dissidentenregister sowie die Belegakten von 1808 bis 1874. Wir haben Reproduktionen von Unterlagen jüdischer Gemeinden von 1697 bis 1942. Das ist der bei uns berühmte Bestand G10, der deutschlandweit eine gewisse Alleinstellung hat aufgrund seiner dichten Überlieferung jüdischen Lebens in Westfalen. Und last but not least, die Personenstandsnebenregister von 1874 bis 1992, aufgeteilt in zwei Beständegruppen. Diese Aufteilung ist eben auch historisch bedingt, dazu komme ich gleich nochmal. Hier eine neuere Aufnahme des Archivs in Detmold. Hier sieht man sehr gut den Anbau, der in den letzten Jahren zugekommen ist mit dem vergrößerten Lesesaal, mit dem Eingangsbereich und der Pforte und der Archivbibliothek. Was sind Standesamtsbücher? Die korrekte Bezeichnung für Standesamtsbücher oder was man da landläufig drunter versteht, lautet Personenstandsregister. Das sind die Nachfolger der Kirchenbücher und wurden ab 1874 in Preußen und ab 1876 im übrigen Reich geführt. Die Personenstandsregister, das ist im Personenstandsgesetz so festgehalten, enthalten die Kerndaten aller Menschen, die in Deutschland eine Personenstandsänderung erfahren haben und sind dauerhaft aufzubewahren. Diese Personenstandsänderung meint eben Geburt, Ehe und Tod. Für uns ganz besonders wichtig ist der Punkt dauerhafte Aufbewahrung. Diese Unterlagen kommen vollständig zu uns ins Archiv von den Standesämtern bzw. den Standesamtsaufsichten und werden nicht sortiert, werden nicht bewertet. Sie kennen das vielleicht von den anderen archivischen Unterlagen, wo wir durchaus Auswahl treffen, weil wir nicht alles übernehmen können. Das passiert bei den Personenstandsregistern nicht. Da übernehmen wir alles. Wie kommt es zu der Einführung der Personenstandsregister? Mit der Reichsgründung 1871 kommt es grundsätzlich zur Vereinheitlichung im ganzen Deutschen Reich und das betrifft natürlich auch die Ehe. Es kommt zur Einführung der Zivilehe, das heißt, die Ehe wird aus dem kirchlichen Bereich genommen und wird zu einer staatlichen Angelegenheit. Um das Ganze auch zu dokumentieren, gibt es das Gesetz über die Beurkundung des Personenstands und der Eheschließung. Dieses tritt in Kraft am 9. Februar 1875 und enthält in Paragraph 1 im Prinzip bereits die zentralen Aussagen. Die Beurkundung der Geburten, Heiraten und Sterbefälle erfolgt ausschließlich durch die vom Staate bestellten Standesbeamten mittels Eintragung in die dazu bestimmten Register. In diesem Papier sehen Sie also die Geburtsstunde der Einführung der Register. Sie sehen die Geburtsstunde der Zivilehe, die staatlich begründet wird. Und Sie sehen die Geburtsstunde der Standesbeamten als Beruf. Denn Standesbeamte gab es vorher schlichtweg nicht, weil sie keine Aufgabe hatten. Mit dem Gesetz über die Beurkundung des Personenstands entsteht im Prinzip ein neuer Berufszweig. Paragraph 14 ist auch noch wesentlich für uns, denn die Eintragungen erfolgen in Haupt- und Nebenregistern. Das heißt, von jeder Personeneintragung gibt es zwei Exemplare. Ein Hauptregister und ein Nebenregister. Was es damit auf sich hat, dazu komme ich später auch noch mal. 1919 kommt es dann durch die Änderung der Staatsform von der Monarchie zur Republik
zu Veränderungen, die aber aufgrund der sehr großen Eingriffe in die Verfasstheit des Staates und der Staatsform auf das Personenstandswesen eher relativ wenig Änderungen haben und Auswirkungen haben. Das Gesetz über den Personenstand vom 11.06.1920 bringt drei große Punkte mit sich. Zum einen ermöglicht es auch Frauen, Standesbeamtin zu werden. Frauen war bis dato der Zugang zum Standesamtswesen verwehrt. Gleichzeitig wurde die Eintragung der Religion in die Standesamtsregister abgeschafft. Nochmal eine Manifestierung der Trennung von Kirche und Staat. Und die unehelich Geborenen wurde besser gestellt, indem man verzichtete auf die Nennung der Eltern beim Aufgebot, also der Ankündigung der Verheiratung. Und durch den Ausgleich der Folge vom Ersten Weltkrieg, dass die Legitimation von unehelichen geborenen Kindern noch nachträglich gemacht werden konnte, wenn der Vater auf dem Schlachtfeld gefallen war. Also die Anerkennung zu Lebzeiten war nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Des Weiteren wurden die Standesvorrechte der Landesherren abgeschafft. Das heißt, wir in Detmold zum Beispiel haben Standesamtsunterlagen bis 1920 des Fürstenhauses Lippe. Die hatten ihre eigenen Register. Heute haben sie das nicht mehr. Heute müssen sie ganz normal nach Detmold aufs Standesamt und sich dort eintragen lassen. Aber bis 1920 war eben durch das Adelsprivileg noch das Führen eigener Register ermöglicht. Gleichzeitig geht auch eine Änderung des Namensrechts einher. Das heißt, Adelstitel werden in Deutschland Bestandteil des Namens und sind nicht mehr verleihbare Titel. In Österreich werden die Adelstitel größtenteils ganz abgeschafft. Genau, das zu der eigentlich staatlich großen Veränderung mit geringen Auswirkungen. Ganz anders sieht es bei dem nächsten Wechsel der Staatsform aus. Mit der Machtübernahme 1933 durch die Nationalsozialisten kommt es zu einer ganz großen Neuinterpretation und Erweiterung der Aufgabenbereiche und der Ziele standesamtlicher Tätigkeit. Die Abstammung wird im Prinzip das Mittel der Identifikation. Und es werden gleich in der Frühzeit des Nationalsozialismus sehr viele Gesetze erlassen, die das Ganze festigen, also die Bedeutung von Abstammung ganz stark betonen. Zum Beispiel können wir da an das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums denken, an das Reichserbhofsgesetz, an das Gesetz zum Schutz deutschen Blutes, der deutschen Ehre und das Gesetz zum Schutz der Erbgesundheit des deutschen Volkes. Standesbeamte bekamen eine neue Aufgabe. Sie mussten Ehehindernisse überprüfen, und zwar anhand dieser Rassegesetze. Das heißt, gewisse Formen der Eheschließung, im damaligen Sprachjargon solch Mischehen genannt, sind verboten worden oder mussten von den Standesbeamten durch Überprüfung der Abstammung der zukünftigen Ehegatten ausgeschlossen worden. Verschärft wurde das durch die Novellierung des Personenstandsgesetzes vom 3. November 1937, was am 1. Juli 1938 in Kraft trat. Die Nationalsozialisten führten zum einen das Familienbuch ein. Diese Unterlage ersetzte das alte Heiratsregister und ergänzte dieses im Prinzip durch ganz umfangreiche Angaben zum verwandtschaftlichen Umfeld der Eheleute. Im zweiten Teil, also es gibt einen ersten Teil, der sieht genauso aus wie das Heiratsregister. Gucken uns das gleich nochmal an. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Der zweite Teil ging aber in seinen Angaben weit darüber hinaus und schloss eine gewisse Ahnenforschung und Ahnenfortführung mit ein. Gleichzeitig wurden die Angaben zur Religionsangehörigkeit wieder verpflichtend. Und das diente natürlich in erster Linie zur Kenntlichmachung von Juden, die eben ihre Religion israelisch in die Personenstandsregister eintragen lassen mussten. Eine weitere Folge waren eben, dass die zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, die das Ganze nochmal verschärfte. Das ist das Gesetz, was die sogenannten jüdischen Zwangsvornamen einführte. Das heißt, dass es eine festgelegte, erlaubte Namensliste gab, anhand derer jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen ihren Namen aussuchen durften. Oder wenn sie dies nicht taten, sie zwangsmäßig in Sarah oder Israel umbenannt wurden. Der Zusammenbruch des Dritten Reiches markierte dann wiederum einen großen Einschnitt in das Personenstandswesen. Entschuldigung.
Zum einen wurden die rassisch motivierten Instrumente wieder herausgenommen, das heißt, die Fragen in den Heiratsbüchern nach rassischer Zugehörigkeit, nach Glauben und Ähnlichem wurde wieder gestrichen. Sie wurden unkenntlich gemacht. Und gleichzeitig stellte sich natürlich das große Problem von Flüchtlingen und Vertriebenen, die keine Papiere hatten. Ursprünglich war es geplant, die Nachbeurkundung durch das Standesamt 1 in Berlin vornehmen zu lassen, die aber der Masse an Anfragen überhaupt nicht mehr hinterherkam und so, dass man sich schließlich darauf oder schließlich ausreichte, eidesstattliche Erklärungen der Betroffenen einzufordern, um wieder Personenstandsunterlagen anzufordern. Diese ganzen, es kam dann zu sehr unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern und es brachte die Notwendigkeit des zweiten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Personenstandsgesetzes von 1957 mit sich, das am 01.01.1958 in Kraft trat, das eben eine Lösung suchte für diese allverlorenen Unterlagen. Und man schaffte damit eine Möglichkeit, auf Antrag ein Familienbuch beim für den Wohnort zuständigen Standesamt anlegen zu lassen, wenn das Familienbuch verloren gegangen war. Es gab dann eine zentrale Kartei, die 1968 in Berlin eingeführt wurde, in der eben gesammelt wurde, wo welche Familienbücher nachträglich angelegt wurden. Gleichzeitig wurden die Anzahl der Inhalte und die Fortschreibungsregelungen der Personenstandsbücher wieder neu festgelegt. Es kam ein viertes Register dazu. Es gab nämlich neben dem alten Familienbuch ein Heiratsbuch eingeführt und ein neues Familienbuch. Das neue Familienbuch, in dem es eben um Vorfahren und Nachkommen ging, folgte dem Wohnsitz des Ehepaares. Das Heiratsbuch war das Heiratsregister, die Beurkundung der Heirat, und die blieb in dem Standesamt, in der die Ehe geschlossen wurde. Gleichzeitig brachte das Personenstandsgesetz 1957 die Regelung mit sich, dass sie den Landesregierungen erlaubte, die Aufbewahrung, Fortführung und Benutzung der zwischen 1867 und 1938 geführten Register selbst zu regeln. Und das ist dieser Gesetzespassus, den NRW so nutzte, dass sie die Personenstandsarchive einführte. Die anderen Bundesländer haben andere Regelungen dafür gefunden. Und dann passiert im Personenstandsrecht erstmal sehr lange gar nichts. Wir haben dann die große Reform, die zum 1. Januar 2009 in Kraft trat. Und, wir reden hier von fast 50 Jahren unverändertem Rechtstext. Und da war es spätestens notwendig, dass neue Regelungen getroffen wurden und sich einfach angepasst wurde. Die vorhandenen Familienbücher wurden als Ehestandsregister weitergeführt. Es gibt keine Neuanlage, also das Familienbuch als solches fand wieder ein Ende. Es wurden Lebenspartnerschaftsregister eingeführt für gleichgeschlechtliche Partnerschaften und es wurden die digitale Führung der Register vorgeschrieben. Und das hat für uns im Personenstandsarchiv sehr massive Auswirkungen, für Sie erstmal nicht, aber für uns ist das Thema, was uns derzeit am meisten beschäftigt. Diese Reform des Personenstandsrechts ist dann immer noch mal weiter ausgedehnt worden oder ergänzt worden. So ist 2013 eine Regelung hinzugekommen, die keine zwingende Geschlechtsangabe bei der Geburt vorschreibt, die gleichzeitig aber auch die Möglichkeit der Anzeige von Fehlgeburten gibt. Nach bisherigem Recht war es immer so, dass alle Geburten nach einer gewissen Zeit und über 500 Gramm erst als Totgeburten galten. Und nun hat man die Möglichkeit geschaffen, auch frühere Gänge dokumentieren lassen zu können. Es gab dann 2014 die Ermöglichung der anonymen Geburt, wo eben keine Einträge in das Geburtsregister erfolgten. Und seit dem 1. Januar 2017 war es dann verpflichtend, die elektronischen Personenstandsregister einzuführen. Und das, wie gesagt, ein ganz massiver Umbruch. Gibt es bis hierhin Fragen? So, schauen wir mal. Also wer jetzt Fragen stellen möchte. Gibt eine Frage im Chat. Und zwar von dem Detlef, der fragt, wie wird das in Detmold mit den Sammel- und Beiakten oder Belegakten gehandhabt? Die haben wir nicht. Also da sind wir bei dem Punkt, dass wir die Zweitregister übernehmen und die Erstregister ja an die Kommunalarchive gehen. Und die bekommen auch die Sammelakten. Vorhin wurde doch gesagt, dass die Sammelakten da sind, auf ersten oder zweiten Folie. Ich glaube, Sie meinen die Belegakten, die haben wir aber nur für die Kirchenbücher und Zivilstandsregister.
Ja, Belegakten sind ja die Sammelakten. Also die laufen ja, die bei uns unter. Aber wir haben die nur bis 1875, nach nicht mehr. Also gab es schon bei den Kirchenbüchern auch Belegakten? In erster Linie bei den Zivilstandsregistern. Bei den Kirchenakten sind es hauptsächlich, also sind es weniger die Unterlagen, die zur Eintragung führen, weil das die Geistlichen oft selbst gemacht haben. Das sind dann eher die Belege dafür, dass der Geistliche XY sein Zweitbuch an das Amtsgericht abgegeben hat. War damals die rechtliche Regelung bei den Kirchenbüchern, dass eine Zweitschrift, die erste Schrift in den Gemeinden verblieb, bei den Kirchen, je nach Konfession, und die Zweitschrift an die Amtsgerichtsbezirke ging. Also sind das jetzt nicht die Sammelakten oder Belegakten, was wir darunter verstehen, was man zum Beispiel zur Heirat einreichen musste, sondern einfach nur die Hinweise, dass das Kirchenbuch von oder die Zweitschrift von A nach B gegeben wurde oder so? Ganz genau. Ganz okay, genau. Danke. Gerne. Also im Chat habe ich keine weitere Frage. Ich weiß nicht, wenn sonst noch jemand hat, eben kurz Mikrofon aufmachen oder Hand heben. Ich denke, dann können wir weitermachen, ne? Alles klar. Was finden Sie in den Personenstandsnebenregistern? Eine Beurkundung im Personenstandsregister kann aus drei Teilen bestehen. Wir sprechen zum einen vom Haupteintrag, wir sprechen vom Randvermerk, der Folgebeurkundung oder dem Hinweis. Gegebenenfalls gibt es auch Namensverzeichnisse. Jetzt aber nicht immer, warum das so ist, komme ich später noch mal. Kommen wir zuerst zu den Haupteinträgen. Was Sie hier sehen, ist ein Geburtseintrag. In dem Geburtseintrag wird oben zuerst vermerkt Anzeigende. Das ist für Sie als Profis bestimmt banal, aber Sie werden nicht glauben, wie oft neue AhnenforscherInnen darüber stolpern, dass es eben nicht ganz oben die Person genannt wird, um die geboren wurde, sondern nur die Person, die angezeigt wird. Also der obere Teil der Beurkundung nennt Name, Familienstand oder Gewerbe, Religion und Wohnort des Anzeigenden. Wir sprechen jetzt hier vom Sachstand der Beurkundung. Da sind wir jetzt hier bei 1901. Ich hatte ja eben ausgeführt, dass sich das durchaus mit der Religion ändert. Wir haben jetzt erstmal, sage ich mal, die frühe Form der Personenstandsnebenregister. Dann haben wir Ort, Tag, Uhrzeit der Geburt, Geschlecht des Kindes, Vorname des Kindes, Namen, Religion, Familienstand oder Beruf und Wohnort der Eltern. Hier noch der und, und eben unten der beurkundende Standesbeamte. Diese Aufzeichnung gibt es über jede Person, die geboren wird. Hier sehen Sie ein Heiratsregister. Das Heiratsregister enthält durchaus umfangreichere Informationen, ist deswegen zweiseitig. Sie haben hier Tag und Uhrzeit der Eheschließung, Namen, Religion, Alter, Familienstand oder Gewerbe, Geburts- und Wohnort der Eheschließenden, Namen, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern der Brautleute und Namen, Alter, Familienstand oder Gewerbe und Wohnort der Trauzeugen. Die Heiratsurkunden enthalten also tendenziell sehr vernetzende Informationen. Also gerade die Angabe der Trauzeugen kann bei der Netzwerkforschung, bei der Frage, wo geht es weiter, wenn man nicht in der linearen Ahnenforschung weitermacht, sehr hilfreich sein. Und hier ist das von mir bereits angekündigte Familienbuch. Dieses Familienbuch enthält eben zusätzlich zu den Angaben des Heiratsregisters, Sie sehen hier vorne im ersten Teil, dass das natürlich dem Heiratsregister, dem bisherigen Heiratseintrag sehr stark ähnelt. Es geht um die Personen, die heiraten. Hier unten werden die die Trauzeugen aufgeführt. Die Eltern fehlen. Und die tauchen dann im sogenannten zweiten Teil des Familienbuchs aus. Hier die Eltern, der Vater des Mannes, die Mutter des Mannes, Eheschließung der Eltern. Also man sieht, diese Information geht doch nochmal über den eigentlichen Heiratseintrag heraus. Genauso beim Vater der Frau und Mutter der Frau und die Eheschließung. Hier ist wieder ergänzt das religiöse Bekenntnis. Was für uns etwas problematischer ist, dazu komme ich aber später im Bereich der Nutzung, sind die anderen zwei Seiten. Denn Sie sehen hier, dass es Angaben über gemeinsame Kinder gibt, über uneheliche Kinder, über an Kindesstatt angenommene und für ehelich erklärte Kinder.
Diese Chromkrisen stellen uns bei der Nutzung durchaus vor Probleme und wir mussten da besondere Regelungen finden. Hier oben im Bereich der Angaben über die Ehegattin, Sie können sehr gut die Übernahme der Nationalsozialisten des Personenstandswesens absehen, denn Sie geben hier für den Mann die Staatsangehörigkeit ein, das Reichsbürgerrecht und die rassische Einordnung. Das ist der Teil, der später geschwärzt wird und unkenntlich gemacht wird. Und dann haben wir noch die Sterberegister. Die enthalten Namen, Familienstand oder Gewerbe und Wohnort des Anzeigenden, Ort, Tag und Stunde des erfolgten Todes, Name, Religion, Alter, Familienstand oder Gewerbe, Wohnort und Geburtsort des Verstorbenen, Namen der Ehegattin, des Ehegatten oder Vermerk über Ledigkeit, Namen, Familienstand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern des Verstorbenen. Bis 1998 wurden Totgeburten nur im Sterberegister eingetragen. Das ist eine wichtige Information für den späteren Punkt der Online-Stellung der Sterbenebenregister. Was Sie hier sehen, ist der zweite Teil, den ich vorhin genannt habe. Hier sieht man die sogenannten Randvermerke, die Nachbeurkundung. Sie haben hier den Verweis auf die Eheschließung. Und weil diese Eheschließung den Personenstand der Person ändert, wird es als Verweis an die Seite geschrieben. Sie sehen die erste Eheschließung, die zweite Eheschließung und Sie sehen danach bei der Standesamtsnummer immer nochmal die Nummer und den Jahrgang des Registereintrags. Und hier unten eben die Nummer oder die Verlinkung, die Hinweismitteilung zu den Sterberegistern. Hier haben wir eigentlich ein noch besseres Beispiel für die Nachbeurkundung. Ich müsste es in der nächsten etwas vergrößert haben. Ich hoffe, Sie können es halbwegs sehen. Was ist der Unterschied zwischen Hinweismitteilung und Nachbeurkundung? Die Hinweismitteilung, wie in der vorigen Folie, bilden so eine Art Verlinkung zwischen den Beiträgen. Also dort ist eben die Registernummer und der Jahrgang genannt. Die Folgebeurkundungen ändern den Personenstand. Und das kann man hier sehr schön sehen, denn durch das am 30. Juni 1957 rechtskräftig gewordene Urteil des Landgerichts in Osnabrück ist die Ehe zwischen dem August Wilhelm Eismann und der Frieda Alma Eismann, geborene Niemeyer, geschieden worden. Eine Scheidung ändert den Personenstand. Man ist dann eben nicht mehr verheiratet, sondern wieder ledig. Und das ist dabei der Unterschied zwischen den Hinweisen. Hier sehen Sie das Beispiel, was ich vorhin aufgeführt habe, während des Nationalsozialismus, die Zwangsvornamen. Hier oben zu erkennen, dass der Person, die dort auf einem Geburtseintrag eingetragen ist, der Name Israel gegeben wurde. Hier unten sehen Sie den Eintrag, dass das wieder gelöscht wird im Jahr 1949. Hat es also in dem Fall an den Punkten nicht unkenntlich gemacht, sondern man hat es nachgetragen. Das sind beides Nachbeurkundungen, weil der Name geändert wird. Das ist auch etwas, was den Personenstand, die Informationen über die Person selbst massiv ändert. Was für Randvermerke können wir haben? Wir können den Tod können wir den Tod des erstverstorbenen Ehegatten haben. Und auch der Tod sorgt dafür, dass man nicht mehr als verheiratet gilt vor dem Personenstandsrecht, sondern als ledig. Dazu zählen Todeserklärungen, dazu gehören Scheidungen, da gehört beispielsweise die Feststellung des Nichtbestehens der Ehe, also sowas, was wir heute unter Annullierung der Ehe kennen, die Änderung der Namen der Ehegatten, Änderung der eingetragenen Religionszugehörigkeit und auch immer mal wieder Berichtigung. Also das haben wir ziemlich oft, dass ein Name falsch geschrieben ist, dass die Vornamenreihenfolge vertauscht ist. In den Geburtsregistern können Randvermerke zur Vaterschafts- oder Mutterschaftsanerkennung vorkommen, zur Adoption, zur Änderung der Namensführung der Eltern und des Kindes, wenn sich also der Familienname nachträglich ändert. Wenn der Name des Kindes noch festgelegt werden muss, weil er vielleicht nicht eindeutig ist,
Änderung des Geschlechts des Kindes, die Zugehörigkeit des Kindes zu einer Religionsgemeinschaft und eben auch hier wieder Berichtigung. In den Sterberegistern lassen sich nur Berichtigungen finden, weil da eben dann sich der Personenstand einer verstorbenen Person nicht mehr ändern kann. Hier haben wir noch ein Beispiel für eine weibliche Umbenennung. Hier oben wird die Person in Sarah umbenannt. Und auch dieser Teil wird wieder 1947 wieder aufgehoben. Wir können anhand der Personenstandsregister auch sehr viel über die Sozialgeschichte herausfinden und sehr viel Information. Und das leitet jetzt so ein bisschen über zu dem Punkt, wofür nutzen wir Personenstandsregister überhaupt? Sind bis hierhin Fragen? Also Clemens im Chat ist, glaube ich, im Chat habe ich jetzt nichts gefunden. Da gab es nur ein bisschen Diskussion, ob man die Urkunden größer machen könnte, aber das hat sich geklärt. Dann, wer eine Frage stellen möchte, einfach das Mikrofon öffnen, durch gedrückt halten der Leertaste oder unten in der Zoom-Leiste auf Hand heben, auf das Symbol klicken. Ich stelle einfach mal eine Frage. Die Randvermerke wurden allerdings nur in den Hauptregistern gemacht, nicht in den Nebenregistern, oder? Nein, leider nicht. Also es ist tatsächlich so, dass es sie in beiden gibt, weil sie bei beiden den Personenstand verändern. Und Randvermerke schreiben wir im Personenstandsarchiv bis heute. Das ist sehr viel weniger geworden, weil es einfach eine sorgfältigere Führung der Standesbeamten gibt. Aber wir machen es bis heute, ja. Hinweismitteilungen machen wir nicht überall. Die sind durchaus unterschiedlich dicht, die Hinweisapparate in den Haupt- und Nebenregistern. Weil das gesetzlich, also Hinweismitteilungen werden grundsätzlich erst 1926 in Preußen und 1935 dann in ganz Deutschland eingeführt. Und es gibt nicht immer eine gesetzliche Verpflichtung, dass sie auch den Nebenregistern beigeschrieben werden müssen. Insofern ist da der Apparat, also das, was daneben steht, deutlich unterschiedlich zu den Zweitregistern. Die Silvia hat eine Frage, sehe ich. Ja, ich habe jetzt eine allgemeine Frage. Habt ihr in Deutschland mehrere Auskunft von der Genealogieseite gesehen? In den kirchlichen Büchern oder in den Standesamtbüchern? Das kommt ganz auf die Zeit an, in der Sie suchen. Also bis 1875 haben wir nur die Kirchenbücher. Also vor 1875 gibt es die Personenstandsregister nicht. Und da alles, was Sie davor suchen, da müssen Sie, können Sie nur in den Kirchenbüchern suchen. Und für alles danach sind die Personenstandsregister die umfassenderen. Denn nicht jeder, der in Deutschland geboren wird, findet sich in den christlichen Kirchenbüchern wieder. Danke. Also es ist sehr stark epochenabhängig. Ja. Dann ist noch eine Frage von dem Reinhard. Ja, können Sie noch mal den Unterschied zwischen Erst- und Zweitregister etwas mehr rausarbeiten? Das finde ich ist etwas unklar. Und auch nochmal die Begründung geben, warum es diese verschiedenen Register gibt. Also die eigentlich vom Kern her unterscheiden sich Erst- und Zweitregister nicht. Denn sie müssen die gleichen Informationen zu der Person haben. Sie also beurkunden den gleichen Personenstand. Das heißt, die Informationen, die sie im Hauptteil finden, also dem vorgedruckten Teil, sage ich mal, die müssen identisch sein. Es müssen auch die Randvermerke identisch sein, damit wir eben den aktuellen Stand des Personenstands auch jederzeit nachhalten können. Bis die Personenstandsregister Haupt- und Nebenregister abgegeben werden, liegen beide im Standesamt nebeneinander. Nein, nicht nebeneinander, das dürfen sie nicht, aber sind beide unter dem Zugriff des Standesamts. Und das Standesamt trägt in beide Register die Nachbeurkundungen, die Folgebeurkundungen ein. Was sie nicht machen, sind die Hinweismitteilungen, also diese sogenannten Verlinkungen, ja, dass ich beim Geburtsregister nachtrage, wann die Person geheiratet hat. Das ist für die Forschung
total gewinnbringend, aber das war gesetzlich nicht immer für beide Registerarten vorgeschrieben. Und deswegen finden wir, haben wir in den Nebenregistern nicht so einen engen Beischreibungsapparat, wie wir das in den Hauptregistern haben. Warum gibt es überhaupt zwei? Aus Sicherungsgründen. Damit eben beim Verlust des einen das andere immer noch da ist. Es geht da wirklich um eine systematische Erfassung aller Personen, die in Deutschland geboren, geheiratet oder gestorben sind, haben. Und man sichert sich dadurch ab. Das ist auch der Grund, dass im Gesetz ist auch festgeschrieben, dass beide an unterschiedlichen Orten gelagert werden müssen. Und das ist der Grund, warum NRW sich dafür entschlossen hat, zentrale staatliche Personenstandsarchive zu machen. Also in NRW ist es so, dass die Erstschriften alle bei den Kommunen liegen und die Zweitschriften bei uns. Die anderen Bundesländer haben das anders gelöst. In Baden-Württemberg zum Beispiel liegen die Erstschriften bei den Kommunen und die Zweitschriften bei den Kreisen. Wenn man streng will, also beides in den Kommunen. Und die haben sehr oft Probleme, wenn die Kreisarchive Gemeindearchivpflege machen, das heißt, die im Auftrag für die Gemeinde und Städten tätig werden, haben sie beide im gleichen Haus, dann müssen sie immer ein externes Magazin anmieten, wo sie die entweder Haupt- oder Neben- oder Nebenregister magazinieren, damit eben im Zweifelsfall, im Katastrophenfall immer ein Register noch vorhanden ist. Ich hoffe, das hat die Frage ein bisschen beantwortet. Wenn Sie noch nachfragen, gerne. Danke, danke, das war sehr klar. Gerne. Dann gibt es noch eine Frage von dem Wilhelm. Ja, ich hätte noch eine Frage über die Abstammungsurkunde. Können Sie da noch etwas über sagen? Was genau meinen Sie mit Abstammungsurkunde? Na, es kam auch schon mal im Rahmen des Ahnenvorstammtisches zur Sprache und ich habe auch mal für einen Niederländer da ein bisschen auf Wikipedia geforscht. Es gibt neben den Geburtsurkunden noch eine Abstammungsurkunde gegeben. Was Sie vielleicht meinen, sind die Arier-Nachweise des Nationalsozialismus. Nee, ich meine mehr für uneheliche Geburten oder nicht eheliche Geburten. Wollte ich gerade sagen, Abstammungsurkunden kenne ich für unehelich Geborene. Das sind normalerweise bei Ehepartnern, die ein Kind kriegen, wird ja die Geburt im Familienstammbuch eingetragen. Mhm. Und ist man nicht verheiratet, dann bekommt das Kind nur eine Abstammungsurkunde. Keine Geburtsurkunde, sondern eine Abstammungsurkunde beim Standesamt. Die Abstammungsurkunde ist etwas, was Sie nach außen bekommen, was den Stand der Personenstandsregister abbildet. Aber was wir nicht als Urkunde haben, sondern was Sie nur bekommen als betroffene Person. Richtig, stimmt. Ich hoffe, das hat es geklärt oder etwas klarer gemacht. Also die Informationen, die Sie in den Abstammungsurkunden finden, finden Sie alle in unseren Registern. Das ist im Prinzip ein anderes Layout oder eine andere Zusammenstellung, die Sie bekommen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Ja, danke schön. Gerne. Ja, bin ich dran. Ich habe bei den Bänden manchmal vermisst, dass hinten ein Inhaltsverzeichnis mit fotografiert ist. Fehlt dann dieses Inhaltsverzeichnis oder ist nicht mit abgebildet? Ja, danke, dass Sie den Punkt der Namensregister noch ansprechen. Da war ich eben drüber hinweggegangen. Das sind die sogenannten Namensverzeichnisse. Die Führung ist vorgeschrieben, allerdings nur für die Hauptregister. Erst zu 1928 gibt es die gesetzliche Regelung, das auch für Nebenregister zu machen. 1968 wird es leider wieder abgeschafft. Das heißt, wir haben diese Punkte oder diese Namensverzeichnisse in den Hauptregistern, also leider nicht in denen, die wir bekommen. Manchmal gibt es sie aber und dann haben wir sie mit digitalisiert und dann sind sie auch vorhanden. Aber das ist leider nicht flächendeckend so, dass wir sie in den Registern oder als einzelne Bänder haben. Deshalb konnten wir sie dann auch nicht mit digitalisieren, weil sie uns einfach nicht vorliegen. Gut, im Chat ist keine Frage, ich sehe keine gehobene Hand mehr. Ich denke, dann können wir weitermachen. Alles klar. Kommen wir zur Nutzung der Personenstandsunterlagen.
warum Personenstandsunterlagen nutzen. Ich glaube, das muss ich Ihnen nicht erklären, welche wichtige Rolle sie für die Ahnen- und Familienforschung haben. Man kann aber darüber hinaus noch sehr viele andere Dinge herausfinden. Man kann zum einen sehr viel zum Thema Verwaltungsgeschichte herausfinden. Wir sehen die Vereinnahmung durch verschiedene Staatsformen in Deutschland und können danach nacherziehen, wie sich die Verwaltung verändert hat. Wir können was zur Orts- und Regionalgeschichte herausfinden, zu Migrationsbewegungen, zu Heiratsverhalten, zur Herkunft der Eheleute, Entwicklungen anhand der Berufsangaben. Wir können auch sehr viel zur Sozialgeschichte herausfinden. Und dieses Beispiel, wenn Sie hier sehen, das ist ein Eheregister, ein Auszug aus einem Eheregister. Und was Sie hier sehen, ist eine Namensänderung. Und eine Eindeutschung eines Namens. Und zwar wird hier der eigentlich im Heiratsregister aufgeführte Bergmann Emil Czerwinski zu Emil Rothart. Sie können hier auch den zeittypischen Stempel entdecken und sehen, in welcher Zeit das historisch passiert ist. Und für die Fußballbegeisterten unter uns, Emil Rothart, Emil Czerwinski, ist der Linksaußen der Meistermannschaft von Schalke 04 aus dem Jahr 1934. Sie sehen hier auch immer mal Grünheiten in unserem Register und stolpert dann doch nochmal über die eine oder andere bekannte Person. Hier noch von der Anfangsurkunde, von der Geburtsurkunde eine Hinweismitteilung. Es gibt nämlich nicht immer nur die exakten Sterbedaten, sondern eben auch die Mordopfer, die unbekannt Verstorbenen. Und dann muss eben das klassische Formular etwas abgeändert werden, in Tod aufgefunden und zuletzt lebend gesehen, was eben dann auch so eine Annäherung, nur eine Annäherung an den Todeszeitpunkt darstellen kann, wenn man den eigentlichen Todeszeitpunkt nicht exakt feststellen kann. Die Nutzung der Personenstandsunterlagen. Genau, darüber hatten wir bereits gesprochen. Wofür nutzen wir die Personenstandsunterlagen? Ein letzter, mir sehr wichtiger Punkt, den wir auch an Personenstandsunterlagen erforschen können, ist die Zwangsarbeit 1940 bis 1945. Anhand dieser Personenstandsangaben lassen sich die Personen selbst ermitteln, es lassen sich Lagerstandorte ermitteln, es lassen sich die Lebensbedingungen in den Lagern anhand der Todesursachen nachvollziehen. Es zeigt sich, wer Kontaktpersonen für die oder wer welche Kontakte es zu Zivilpersonen außerhalb des Lagers gab, zu medizinischem Personal, zu Dolmetschern oder eben zu anderen Personen. Gerade im Bereich der Anzeigenden ist das kann das sehr aufschlussreich sein und eben auch im Bereich der Todesursachen. Und gleichzeitig lässt sich da eben auch der Kriegsalltag dokumentieren, indem es beispielsweise vermehrt Todesfälle verzeichnet sind nach Bombenangriffen, aber auch Todesfälle durch die sogenannte Euthanasie. Die Personenstandsreform 2019 war eine sehr umfangreiche Reform des Personenstandsgesetzes. Und um sich die Bedeutung klarzumachen, muss man eigentlich einen Blick zurückwerfen auf die Zeit vor 2009. Vor 2009 waren Personenstandsregister nämlich sogenanntes lebendes Registraturgut. Das Archivieren als solche funktioniert eigentlich so, dass die Behörden ihre Akten anlegen, sie mit einem CTA-Vermerk, also zu dem Aktenvermerk, also einem abgeschlossenen Vermerk versehen. Und ab diesem Moment läuft die sogenannte Aufbewahrungsfrist. Nach dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Sachen im Archiv angegeben und kommen ins Archiv. Diese Aufbewahrungsfrist gab es für Personenstandsunterlagen bis 2009 nicht. Zugang konnte nur im Rahmen des Personenstandsrechts und den dort festgeschriebenen Regelungen gemacht werden. Und hierzu zitiere ich einmal aus dem alten Personenstandsrecht. Einsicht in die Register kann nur von den Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit und von Personen verlangt werden, auf die sich der Eintrag bezieht, sowie von deren Ehegatten, Vorfahren und Abkömmlingen. Andere Personen haben nur dann ein Recht auf Einsicht in die Personenstandsbücher, auf die Durchsicht dieser Bücher und auf Erteilung von Personenstandsurkunden, wenn sie ein rechtliches Interesse glaubhaft machen können.
Rechtliches Interesse ist ein recht hohes Hindernis. Man muss also nachweisen können, warum man etwas möchte, warum man Einblicke haben will. Das gilt im Bereich des Nachweises der Vaterschaft oder anderer Beweisführung, aber das fällt nur auf sehr wenige Punkte zu. Und grundsätzlich kann man sagen, dass mit dieser Regelung eigentlich eine historische, eine wissenschaftliche Auswertung, eine genealogische Auswertung ausgeschlossen war. Personenstandsregister waren bis zu dem Zeitpunkt eigentlich irgendwie zu und weg. Und da brachte die Personenstandsreform 2009 die allergrößte Änderung mit sich. Die Register kamen Fortführungsfristen, was analog zu sehen ist zu den Aufbewahrungsfristen der Behörden. Es wurde also ein Zeitraum festgelegt, bis zu dem Änderungen eingetragen werden mussten. Und ab diesem, ab dem Zeitschnitt, waren die Unterlagen dann Archivcode und kamen ins Archiv und durften nach Archivgesetz genutzt werden. Das Archivgesetz ist ein Jedermannsrecht. Jeder darf Archivgut nutzen, sofern es keinen Fristen mehr unterliegt. Diese Fristen sind bei Geburtsnebenregistern oder bei Geburtsregistern ganz grundsätzlich 110 Jahre, bei Heirats- und Lebenspartnerschaftsregistern 80 Jahre und bei Sterberegistern nach 30 Jahren. Also, wenn Sie das mit den Schutzfristen, die wir im Archivgesetz kennen, da sprechen wir von 100 Jahren nach Geburt und 30 Jahren nach Tod. Sehen Sie, wenn die Unterlagen zu uns ins Archiv kommen, dann sind die Fristen gelaufen. Das heißt, sie sind eigentlich grundsätzlich für die Nutzung offen. Gleichzeitig schreibt das Archivgesetz Verhinderungsgründe vor. Und das sind die sogenannten schutzwürdigen Interessen Betroffener im § 6 Absatz 2 des Archivgesetzes NRW. Und dort gibt es Versagensgründe für die Nutzung. Und einer dieser Versagensgründe sind schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter oder die Geheimhaltungspflicht nach § 203 Strafgesetzbuch. Und das klingt erstmal sehr fern, aber das betrifft die Personenstandsregister unmittelbar. Und zwar sind Beischreibungen das, wo die Probleme auftreten können. Beischreibungen sind Hinweismitteilungen und Nachbeurkundungen. Diese Beischreibungen haben unterschiedliche datenschutzrechtliche Qualität. Und zwar sind Daten mit Bezug auf Geburt, Eheschließung und Tod von Dritten, also in der Regel Kindern, keine sensiblen Daten im Rahmen des Datenschutzgesetzes. Das hindert uns nicht, die Sachen online zu stellen. Aber es kann natürlich trotzdem schutzwürdige Belange geben und die sichern wir eigentlich durch die schriftliche Verpflichtung des Nutzers ab, wenn er zu uns kommt und in die Unterlage reinschaut. Das greift aber nicht bei den Adoptionen Dritter. Das Adoptionsgeheimnis ist eine Geheimhaltungsvorschrift nach § 1758 BGB und damit nach Strafgesetzbuch strafbewehrt. Die dürfen erst nach 100 Jahren bekannt werden und die verhindern eben, können ein Versagensgrund sein. In dem Moment, wo uns Adoptionen bekannt sind in dem Register, geben wir ihn nicht mehr raus. Und ich hatte vorhin auch darüber berichtet, dass wir bei den Familienbüchern durchaus Nutzungsproblematiken haben. Und das liegt an der doch sehr detaillierten Angabe der nachkommenden Kinder, also der regulären Auflistung von ehelich Geborenen, unehelich Geborenen und adoptierten Kindern. Wir haben dafür den Lesesaal glücklicherweise auch eine gute Lösung gefunden, damit wir die Nutzung ermöglichen können im Lesesaal. Sie werden von uns keine Reproduktion des zweiten Teils der Familienbücher bekommen. Denn das ist der Punkt, wo wir sagen, das geben wir nicht heraus. Wie komme ich jetzt zu der Beurkundung, die ich suche? Die erste Frage, die sich stellen muss, sind die Fortführungsfristen abgelaufen? Das heißt, alles, was jünger als 110 Jahre nach Geburt, 80 Jahre nach Heirat und 30 Jahre nach Tod ist, fällt unter das Personenstandsgesetz und damit unter die sehr, sehr strengen Zugangsregelungen. Das heißt, ganz knapp zusammengefasst, sind Sie kein Familienmitglied, also Nachfahre in der Regel, dürfen Sie nicht reingucken. Das grenzt also den Zugriff stark ein. Liegen Sie über den Fristen, dann fallen Sie unter Archivgesetz und dann gibt es, außer in den Sonderfällen Familienbuch und Adoption, wenig Versagensgründe. Der zweite Punkt, auf den Sie achten müssen,
wer ist eigentlich zuständig? In welchem Bereich suche ich gerade meine Sachen? Und da sind wir in Westfalen-Lippe oder in Detmold zuständig für, wie gesagt, Detmold-Arnsberg-Münster, das Personenstandsarchiv Rheinland für Düsseldorf und Köln. Das kann aber woanders anders geregelt sein. Und was Sie auch noch wissen müssen, ist eben die Problematik mit den Nebenregistern. Sie finden bei uns die Nebenregister oder Zweitschriften. Die sind weniger dicht beigeschrieben. Sie haben nicht so viele Randvermerke, weil das eben nicht durchgängig vorgeschrieben war. Und Sie müssen eben wissen, dass andere Bundesländer die Verwahrung der Nebenregister anders gelöst haben. Wir empfehlen ganz grundsätzlich, kommen Sie erstmal zu uns, verschaffen Sie sich einen Überblick und dann kann es durchaus hilfreich sein, sich nochmal die Erstschriften in den kommunalen Archiven zu beschaffen, weil dort vielleicht dann doch noch mehr Hinweismitteilungen vorhanden sind. Was wichtig ist für die Einschränkung des zuständigen Standesamtes: Personenstandsfälle werden dort beurkundet, wo sie passieren. Das klingt fürs erste Mal ganz banal, aber fahren Sie zur Geburt, findet die Geburt eines Kindes im Krankenhaus in einem anderen Standesamtsbezirk statt, finden Sie die Unterlagen in einem anderen Standesamtsbezirk. Haben Sie einen Autounfall und sterben, wird Ihr Tod in einem anderen Standesamtsbezirk beurkundet. Heiraten finden relativ häufig an anderen Orten statt als an dem Wohnort der Eheleute. Und werden Sie im Zug geboren oder sterben Sie im Zug? Beurkundungsort, der nächste Bahnhof, also der Ort, an dem Sie aus dem Zug geholt werden. Und genauso verhält es sich bei Schiffen. Sterben Sie oder werden Sie auf einem Schiff unter deutscher Bundesflagge geboren, werden Sie im Standesamt 1 in Berlin beurkundet. Wenn Sie ohne Bundes-, also mit einem, auf einem fremden Schiff, einem nicht bundesdeutschen Schiff unterwegs sind, dann zählt das wie der Tod im Ausland und muss durch die örtlichen Behörden beurkundet werden und dann eben in Deutschland umgetragen werden. Wie nutzen Sie überhaupt? Der meistgenutzte Weg, den wir derzeit bei uns haben, ist die schriftliche Anfrage. Sie schicken uns eine E-Mail, wir recherchieren bis zu 30 Minuten kostenlos und recherchieren nach den Unterlagen, die Sie gebrauchen können. Wir übermitteln die Ergebnisse und wenn gewünscht, fertigen wir auch Reproduktionen an, die Sie dann auch digital oder als Papierform von uns bekommen können. Wollen Sie in den Lesesaal kommen, können Sie dort selbstverständlich unsere Beratung in Anspruch nehmen. Also wir weisen Sie auf geeignete Unterlagen hin. Sie dürfen auch dort Kopien anfordern. Sie dürfen zum Teil auch selber fotografieren. Hinweis dazu, Ihnen werden nur Sachen vorgelegt, die nicht schon digital vorhanden sind. Wir digitalisieren ja auch zum Schutz der Originale. Und Sie gucken dann die Sachen, die digitalisiert sind, können Sie im Lesesaal einsehen, dort aber dann am Rechner und bekommen dann eben jeweiligen Register ausgedruckt. Wo geht es weiter, wenn man NRW verlässt? Ich habe schon darauf hingewiesen, dass NRW in der Organisation des Personenstandswesens ein bisschen eine Sonderstellung hat. Erwähnt habe ich auch schon eine der bekanntesten Sondereinrichtungen, das ist das Standesamt 1 in Berlin. Das ist zum einen das Standesamt, was die Personenstandsbücher für den Standesamtsbezirk führt. Sie finden dort aber auch die Wehrmachtsfamilienbücher, also die Heiratsregister der Wehrmachtsangehörigen. Sie finden das Buch für Todeserklärungen und Sie finden, das ist vielleicht besonders interessant, die Personenstandsbücher der deutschen Standesbeamten in den Niederlanden 1941 bis 1944, in Norwegen 1941 bis 1944, der besetzten Ostgebiete 1942 bis 1944 und im ehemaligen Generalgouvernement Polen 1940 bis 1944. Es gibt als und Sie finden dort das sogenannte Kolonialregister, also für die Personenstandsfälle aus den ehemaligen deutschen Schutzgebieten. Sie finden das Konsulatsregister der Auslandsvertretungen, also von eigentlich Personen, im Ausland, die im Ausland eigentlich geboren sind, dann aber eigentlich ja auf deutschem Territorium in den Konsulaten sind. Und Sie finden die Standesamtsregister und die Personenstandsbücher der Ostgebiete, teilweise ab 1874 bis 1945. Daneben gibt es das Sonderstandesamt Arolsen als Beurkundungsstelle von Sterbefällen in den ehemaligen deutschen Konzentrationslagern. Es gibt die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der Wehrmacht, die sogenannte WASTE, die inzwischen an das Bundesarchiv übertragen worden, die Informationen darüber zusammengetragen hat. Es gibt die Zentralstelle der Heimatsortskarteien.
Die liegt zentral beim Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, aber es gibt auch eben Bundesländer, die weitergreifende Zuständigkeiten dafür haben. Und es gibt die Abteilung Deutsche Zentralstelle für Genealogie, die seit 1995 eine Abteilung des Sächsischen Staatsarchivs ist. Dort finden Sie auch zahlreiche Zusammenstellung von familiengeschichtlichen Sammlungen und eine genealogische Spezialbibliothek. Hier nochmal die Fristen. Hier nochmal das Familienbuch mit den Angaben, den problematischen Angaben über die gemeinsamen Kinder, die uns bei der Nutzung eben vor Probleme stellen. Und das sind nochmal zusammengefasst die zentralen Fragen, die Sie sich stellen müssen und die Schritte, die im Prinzip bis dahin führen, dass Sie die jeweiligen Unterlagen zusammenfinden. Gibt es Fragen soweit? Babette hat im Chat eine Frage gestellt. Werden all diese Stellen auch noch einmal schriftlich aufgelistet? Ich glaube, das bezieht sich jetzt auf die Präsentation. Also im Prinzip geht es hier um. Ich habe sie nicht nochmal schriftlich aufgelistet. Nein, ich kann das aber die zentralen Stellen gerne mal zusammenstellen und ihnen zukommen lassen. Das ist kein Problem. Ich denke, andererseits wird der Vortrag ja aufgezeichnet. Dann werden wir auch die Gelegenheit haben, die Stellen dann nochmal im Video und später anzuhalten. Dann haben wir zwei offene Hände. Der erste ist der Jürgen. Ja, ich habe eine Frage zum Standesamt Berlin I. Es geht um die Geschichten, sage ich mal, Zweiten Weltkrieg, Norwegen und in den besetzten Gebieten. Ich habe das leider nicht ganz verstanden. Sie finden im Standesamt I die Personenstandsbücher der deutschen Standesbeamten eben für die von Deutschland besetzten Gebieten. Soll ich sie nochmal einzeln aufführen? Jürgen? Nur von Beamten oder wie? Ja, weil es geht darum, wir haben in der Familie in der Besetzungszeit eine Norwegerin, die dann aber, sag ich mal, auch leider verstorben ist. Und aus dieser Verbindung mit einem deutschen Soldaten ist eine Tochter hervorgegangen. Das ist also weitläufige Verwandtschaft und da fehlen irgendwo Unterlagen. Da würde sich auf jeden Fall eine Anfrage in Berlin einmal lohnen. Okay, ja. Dankeschön. Gerne. Dann haben wir eine Frage von der Regina. Ja, ich habe noch eine Frage nochmal zu der Urkunde, wo der Name geändert wurde. Mhm. Da hatten Sie irgendwie auf den Stempel hingewiesen, aber ich hatte gesehen, dass oben, ganz oben rechts 1928 angegeben war. Mhm. Wie ist das zu sehen? Moment, wir springen mal zurück. Ja, die Urkunde meinte ich. Genau, also man sieht hier den sehr dichten Beischreibungsapparat und Sie haben vollkommen recht, der oberste Beitrag ist die 1928. Ja, das ist die Namensänderung in Rothard. Die darunterliegende Abschrift, ich nehme an, das lässt sich sehr gerade schlecht lesen, ist, dass es eigentlich nur eine Bestätigung, dass diese Nebenabschrift mit der Hauptabschrift übereinstimmt. Da haben Sie absolut recht. Ja. Und dann haben wir hier nochmal den Eintrag von 1969 mit dem Sterbeeintrag. Und ganz unten haben wir dann nochmal die Übereinstimmung der beglaubigten Abschrift stimmt überein mit dem Original. Und das ist tatsächlich dann auch nochmal ein Siegel von uns, vom Personenstandsarchiv, was so ein bisschen unsere Tätigkeit als irgendwie auch standesamtartig dokumentiert. Ja, dankeschön. Ich danke für den Hinweis. Dann haben wir noch eine Frage von der Nancy. Ja, die Silvia fragte, ob Sie nochmal die Daten der Fristen geben könnten. Ja, na klar. Bitte. Danke. Sehr gerne. So, bitte sehr. Silvia, die sind auf die Folie. Ja.
Die können wir vielleicht auch nochmal ins Padlet übernehmen oder ich schreibe sie gleich nochmal in den Chat rein. Ich habe sie mir auch notiert. Danke. Gerne. Dann habe ich nochmal eine ganz kurze Frage. Ich bin ja so ein bisschen auch Fachidiot für die Standesamtsurkunden aus Ost- und Westpreußen. Seitdem Polen zur EU beigetreten ist, haben doch, ist das richtig, die Standesbeamten in Deutschland die Verpflichtung, Sterbefälle als Randvermerke auch an die polnischen Standesämter zurückzumelden, sofern die Geburt in den ehemaligen deutschen Ostgebieten war. Also die werden wahrscheinlich nicht mehr als Standesamt 1 in Berlin gemeldet, oder? Nein. Das sind nur die damals in dem Zeitraum beurkundeten Informationen. Also nur wirklich in den Jahren. Aber da wissen Sie bestimmt mehr als ich, denn ich muss sagen, da bin ich, wie Sie es so schön sagen, Fachidiotin für NRW. Da kenne ich mich wirklich wenig aus, wie es daraus weitergeht. Da kann ich leider Ihnen jetzt nicht weiterhelfen oder nicht keine exakte Antwort geben. Danke. Gerne. Im Chat haben wir nichts mehr, sonst noch jemand eine Frage? Dann eben kurz die Hand heben. Ich denke, dann können wir weitermachen. Ich habe noch eine Frage zum Vermieter. Ja, werde ich verstanden? Ja. Ja, Werner, wir haben dich verstanden. Du musst aber, wenn du eine Frage stellen willst, eben unten dieses Handheben, dieses Symbol anklicken. Dann sehen wir es auch. Das habe ich. Bei mir ist die Hand gehoben. Ja, gut. Ich habe eine Frage zu meinem eigenen Familienbuch. Soweit ich das weiß, ist das ein DIN A4-Karton, vor- und rückseitig bedruckt. Wo werden die jetzt aufgehoben? Also da sind wir wieder an dem Punkt der Unterscheidung der Urkunden, der Register, die wir bekommen im Archiv und der Urkunden, die Sie persönlich ausgestellt bekommen. Also diese zweiseitige Seite, die bekommen wir so nicht, sondern wir bekommen die Registerbände, wo im Standesamt alle Eheschließungen, alle in dem Jahr begonnenen Familienbücher in einem Band zusammengebunden sind. Also wir haben die nicht als Einzelblätter, sondern wir haben die als Register, als dicke Bücher zusammen. Ja, nein, ich frage jetzt nach dem sogenannten Familienbuch. Ich habe von dem Familienbuch, also von dem Karton, eine Fotokopie, aber wo bleiben die Originale? Die bleiben beim Standesamt. Danke. Also sie bleiben zumindest so lange beim Standesamt, bis die Fortführungsfristen abgelaufen sind. Und die Fortführungsfristen für Eheschließungen, Schrägstrich Familienbücher sind eben 80 Jahre. Und da sind wir jetzt gerade bei 1943. Aber danach gehen sie vom Standesamt an den zuständigen Stadtarchiv und nicht ins Landesarchiv. Das stimmt nicht. Sie gehen eben ans Stadtarchiv und ans Landesarchiv. Die gehen auch ans Landesarchiv als Kopie dann oder werden die auch in doppelter Ausführung geschrieben? Genau, die Registerbände werden genauso in doppelter Ausführung geschrieben, wie sie eben auch bei den Geburten und bei den Sterberegistern doppelt geschrieben werden. Weil ich weiß, ich habe mal einen Auszug aus dem Familienbuch geholt, direkt beim Standesamt. Und der Standesbeamte, der hatte auch kein Registerband, sondern der hatte nur so, wie der Werner gerade sagte, so wie so ein, nicht direkt Karton oder so, aber das war nur so ein kleines Büchlein oder so ein kleines Heftlein. Also nicht als Registerband zusammengefügt. Ich weiß, was Sie meinen. Ich springe nochmal schnell zurück in meinem Vortrag, um es nochmal wieder aufgreifen zu können. Und zwar sind wir da mit dem Personenstandsrechtsreform von 1957. Als das alte Familienbuch, was ich Ihnen jetzt vorhin gezeigt habe, weil nur das haben wir ja bisher im Archiv. Ne? Also wenn wir bis zum Familienbücher 1942 denken, dann sind das die alten Familienbücher. Da ist es. Und 1958 gibt es dann ein sogenanntes altes und ein neues Familienbuch. Und zwar ein Heiratsbuch und ein Familienbuch. Und das Familienbuch folgt dem Wohnsitz des Ehepaares und das Heiratsbuch wird nicht mehr fortgeschrieben. Das heißt, wir haben im Prinzip so zwei Unterlagentypen, die wir aber später dann, die trotzdem dann irgendwann bei uns landen. Also es gibt da eben, das Familienbuch splittet sich nochmal in zwei Teile. Ja.
Dazu kann ich aber inhaltlich noch nicht so viel sagen. Denn wenn wir jetzt da die 80 Jahre drauf anlegen, dann, und jetzt bin ich ganz mies im Kopf rechnen, kommen die 2039 zu uns. Da kann ich noch nichts zu sagen. Wie die dann aussehen. Ich habe so eins noch nicht gesehen. Okay, aber vielleicht werden die dann auch später zusammengefasst, auch wie, so, wie zu so einem Register, dass die ja erst im Standesamt noch als einzelne, ich sage ich mal, Akten da liegen und dann hinterher, wenn die ins Archiv gehen oder so, zusammengefasst werden zum Buch oder so. Alles denkbar, auf jeden Fall. Also die Heiratsbücher sind halt weiter so zusammengefasst als die Registerbände und wie die Familienbücher, also die neuen, sogenannten neuen Familienbücher dann aussehen. Das kann ich tatsächlich noch nicht sagen, weil wir sie noch nicht haben. Okay. Da müssen wir noch mal 15 Jahre warten. Okay. Also ich sehe keine weiteren Fragen. Ich habe jetzt gerade noch mal die Fristen, die in Deutschland gelten, in den Chat gestellt und die in Polen gelten auch. Ich denke, wir können weitermachen, oder? Alles klar, dann machen wir weiter. Dann kommen wir zum digitalen Lesesaal, den Personenstandsunterlagen, die wir online stehen haben. Wir führen, das Archiv funktioniert ja mit Findbüchern. Das heißt, wir legen für alles, was wir so haben, sogenannte Kataloge an. Wir nennen das Findbücher. Wir tragen die einzelnen Verzeichnungseinheiten ein und anhand derer kann man dann im Archiv recherchieren. Das funktioniert für das meiste Archiv gut, total gut, für Personenstandsregister überhaupt nicht gut, zumindest nicht mit der, verfeinert ist die Suche nicht. Wir tragen dann lediglich ein Geburtsregister 1900, Sterberegister 1938, Heiratsregister 1940, weil das die Unterlagen sind, die wir bekommen, die für uns diesen Titel haben. Für Sie als Recherche, als Suchende, natürlich total unbefriedigend und führt nicht gut weiter. Deswegen sind wir vor Jahren schon dazu übergegangen, ganz viele unserer Bestände als Digitalisate ins Internet zu stellen. Und das hat natürlich viele Vorteile. Es ist weltweit online zugänglich, es ist sehr viel besser nutzbar und gleichzeitig werden unsere Bestände auch geschont. Das ist gerade die alten Register zu Anfang des 20. Jahrhunderts oder die Register aus Kriegszeiten sind eben doch aus Papier, das nicht für die Ewigkeit gemacht ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir haben dann 2015 das Projekt gemeinsam mit Family Search begonnen. Das fing überschaubar mit einer kleinen Portion an, und zwar wurden zuerst die Sterbenebenregister digitalisiert bis 1938. Und weil das so ein unglaublich erfolgreiches und großes Projekt war, haben wir das in den letzten Jahren ausgedehnt auf die Heiratsnebenregister bis 1899. Und auch die Geburtsnebenregister 1899. Sterbenebenregister und Heiratsnebenregister, das wissen Sie sicherlich, liegen inzwischen vollständig digitalisiert vor und sind bei uns über die Homepage einsehbar. Die Digitalisierung der Geburtsnebenregister beginnen wir in den nächsten Wochen. Sie können also bei Gelegenheit mit neuem Material rechnen. Wir rechnen mit der Fertigstellung des Gesamtprojektes in ungefähr 3 bis 4 Jahren. Also wenn ich sage, Sie können mit neuem Material rechnen, bitte nicht in den nächsten Wochen, sondern wir reden hier erstmal von Monaten. Inzwischen haben wir die wirklich sehr beeindruckende Zahl von 5,4 Millionen Digitalisaten online stehen, rein aus den Personenstandsnebenregistern und rein aus dem Bereich Westfalen-Lippe. Digitalisate aus dem Rheinland sind noch nicht dazu gezählt, dann kommen wir insgesamt auf knapp 10 Millionen Digitalisate. Und wir haben im Quartal einen Online-Zugriff von 3,5 Millionen Klicks. Und damit ist das mit Abstand der meistgenutzte Bestand des Landesarchivs. Und darauf sind wir sehr stolz, dass wir diesen großen Traffic, diesen großen Zugriff online dafür generieren. Was Fragen sind, die uns in Bezug auf dieses Projekt immer wieder kommen sind, warum digitalisieren Sie eigentlich nicht alles, was Sie haben? Und da sind wir wieder bei dem Punkt der schutzwürdigen Belange Dritte, die berücksichtigt werden müssen nach Archivgesetz. Wir müssen eben alle schutzwürdigen Belange berücksichtigen, unabhängig von ihrer Qualität.
Das heißt, sämtliche Beurkundungen zu einzelnen Personen, zu Geburten, die aufgrund eines Hinweises noch einer personenbezogenen Schutzfrist unterliegen, müssen herausgefiltert und bis zum Ablauf der Frist gesperrt werden. Deswegen ist unsere Auswahl in allererster Richtung rechtlich begründet. Das heißt, wir versuchen sehr darauf zu achten, dass wir keine Verletzung schutzwürdiger Belange von Betroffenen oder Dritten durch die Veröffentlichung bekommen. Und hier sehen Sie einen großen Unterschied, den wir machen zwischen der Nutzung im Lesesaal und der Nutzung oder der Online-Veröffentlichung. Denn rechtlich sind es zwei unterschiedliche Felder. Sie bekommen bei uns im Lesesaal viel mehr vorgelegt und viel mehr zu sehen, als Sie online bei uns finden können. Wir haben uns für die unterschiedlichen Zeitschnitte entschieden, um mal ganz konkret zu werden. 1938 bei den Sterbenehmregister sind keine Folgebeurkundungen oder Hinweismitteilungen zu erwarten, die noch irgendwie schutzwürdige Belange betreffen. Wir haben 1938 aufgehört, vielleicht erinnern Sie sich bei unserer Bestandsübersicht, es gibt da diesen Bestandsschnitt. Begründet ist der in der Personenstandsreform der Nationalsozialisten und der Einführung des Familienbuchs. Da gibt es bei uns, da hört der Bestand auf und die anderen Bestände gehen mit anderen Bestandsnummern weiter und deswegen war da einfach naturgemäß der Schnitt. Bei den Geburts- und Heiratsregistern ist die Lage aber anders. Im Heiratsregister finden Sie die Einträge zu geborenen Kindern aus dieser Ehe. Und wir rechnen da eben mit einer 100-jährigen Sperrschutzfrist. Und gehen einfach davon aus, dass in einem gewissen Zeitraum nach 1899 einfach das Risiko größer wird, dass Kinder dort auftauchen können. Und bei den Geburtsnebenregistern ist die Sache noch ein bisschen heikler, denn dort werden die Geburten unehelicher Kinder eingetragen. Und die können naturgemäß bei Männern einfach sehr spät kommen. Wir haben für diese Festlegung der Fristen sehr detaillierte Sichtungen gemacht und wir haben tatsächlich ein Beispiel gefunden, wo eine Geburt eingetragen ist in einem Sterbenebenregister vor 1900, die heute noch unter Schutzfristen fällt und die auch noch lange unter Schutzfristen fällt. Also wir reden hier nicht von 2-3 Jahren, sondern wir reden von 20 Jahren. Das macht es für uns notwendig, dass wir gerade die Geburtsnebenregister nochmal besonders betrachten und prüfen. Und es macht es eben notwendig, dass wir dort diesen Zeitschnitt ansetzen. Grundsätzlich wäre es denkbar, und es machen andere Landesarchive auch, Sterbenebenregister weiter nach vorne oder in die Gegenwart zu digitalisieren. Wir haben uns da fürs Erste gegen entschieden, denn ich hatte vorhin ausgeführt, dass Totgeburten bis 1998 in den Sterberegistern geführt werden. Jetzt sind es natürlich die Daten dieses verstorbenen Kindes lange nicht mehr im schutzpflichtigen Bereich, aber die der Eltern können es sein. Und wir möchten eigentlich nicht das Risiko eingehen, dass jemand irgendwann öffentlich im Internet das Zeugnis über seine eigene Fehlgeburt, über das eigene totgeborene Kind findet. Und nutzen wir einfach unsere rechtliche Verpflichtung und haben uns deswegen auf diese Fristen festgelegt. Das sind tatsächlich nicht die einzigen Digitalisierungsprojekte. Wir digitalisieren oder reprografieren, also von Mikrofilm zurück, die Kirchenbuchduplikate und Zivilstandsregister. Die sind zum Teil schon online, also besonders P7 ist da bekannt für den Münsteraner Bereich oder P1, B bis D für den Regierungsbezirk Minden. Das heißt, wir haben einfach schon sehr viele Bestände online stehen. Wir haben die Juden- und Dissidentenregister außerdem noch online stehen. Das ist auch eine wichtige Forschungsquelle. Und jetzt, Sie können das Ganze, ich würde vorschlagen, die Zeit ist ja schon durchaus fortgeschritten. Ich kann nachher gerne nochmal die Online-Recherche danach demonstrieren. Dafür habe ich diese Folie hier eingebaut. Ich würde jetzt aber erstmal vorangehen. Vielleicht ist das für Sie einfach alles auch schon bekannt. Und bei Bedarf können wir uns das hinterher noch gerne nochmal angucken. Jetzt wissen wir aber immer noch, und das wissen Sie am besten, die Recherche ist immer noch sehr aufwendig. Register müssen, wenn keine Namensverzeichnisse vorliegen, einzeln durchgesehen werden. Und das ist halt schon immer der Traum gewesen, Namensindizes für alles zu haben, also Namenslisten und heutzutage Datenbanken, mit denen man einfach weiter vorgehen kann. Eine sehr frühe Form der Indizierung haben wir in Detmold durch die Verkartung der lippischen Kirchenbüchern. Die, das darf nicht vergessen werden, im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Rassepolitik steht.
Man hat nämlich 1934 schon damit angefangen, die lippischen Kirchenbücher nach Namen und Geburtsdaten durchzusehen. Das heißt, in diesem gesamten Zettelkasten, in diesem Katalog, finden Sie namentlich, alphabetisch sortiert, nach den jeweiligen Kirchenbüchern geordnet, einzelne Personendaten und können daher den Eintrag im Kirchenbuch finden. Das war gerade für die Erstellung der ARIA-Nachweise eine massive Arbeitserleichterung, weil man so eben die Abstammung sehr schnell nachvollziehen konnte, ohne jedes Mal aufwendig in den Kirchenbüchern nachzurecherchieren zu müssen. Es gibt also, sie steht also eindeutig mit diesem ideologischen Konstrukt in Zusammenhang. Gleichzeitig ist das Ergebnis bis heute sehr beeindruckend und die Originale erleichtern tatsächlich auch bis heute die Suche in den lippischen Kirchenbüchern. Diese Idee der Verkartung lebte bei uns in Detmold besonders wieder auf um 2005. Man hat dann im Zusammenhang mit der Edition Detmold ein Verkartungsprojekt gestartet, was leider nicht so erfolgreich war wie erhofft. Und inzwischen sind die Projekte eingeschlafen. Wir haben es auch offiziell beendet, weil sie auch einfach von der Technik überholt waren. Es gibt aber das ein weiteres Projekt, das nachfolgte. Das ist das sogenannte Juwelprojekt Juden in Westfalen und Lippe. Gemeinsam mit der WGGF und den Computergenealogen. Und dort hat man sich eben zum Ziel gesetzt, die Juden- und Dissidentenregister der drei Regierungsbezirke durchzusehen. Das ist in Deutschland ein sehr einzigartiger Quellenfundus und dieses Projekt ist nahezu abgeschlossen. Was sie auch gemacht haben, ist, dass wir digitale Genealogen-Nachlässe übernommen haben, sogenannte Datenbanken. Da ist sicherlich der bekannteste Fall die Wittgensteiner Familienkartei, also die Verkartung von Jochen Karl Mehldau, die über 150.000 Personeneinträge miteinander verknüpft und die auf Knopfdruck wirklich komplette Ahn- und Nachfahrenslisten auswirft. Also im Prinzip diesen Traum, auf Knopfdruck alles für die jeweilige Person zu finden, verwirklicht. Die hat eben ist begrenzt auf den Altkreis Wittgenstein und weniger zusätzliche Quellen. Um diesem Ziel aber ein bisschen näher zu kommen, hat das Landesarchiv, hier sehen Sie noch das Erfassungssystem für das Juwelsystem und die Wittgensteiner Familiendatei. Um diesem Traum der Gesamtdatei, der Gesamtdatenbank ein bisschen näher zu kommen, hat das Personenstandsarchiv und das Landesarchiv eine Kooperation mit MyHeritage begonnen. MyHeritage indexiert die Sterbenebenregister, die bisher online stehen, und führt sie in einer Datenbank zusammen. Dieser Index ist tatsächlich nach Personen durchsuchbar, nach Buchungen im Standesamt durchsuchbar, nach Geburtsdaten durchsuchbar. Er liegt bisher vor für die Regierungsbezirke Münster und Arnsberg und ist zunächst erstmal nur in den Lesesälen des Landesarchivs nutzbar, ist dort aber eine immens große Mascherleichterung. Zusammenfassend sind die Personenstandsregister generell die einzigen systematischen Aufzeichnungen über nahezu jede Person. Sie belegen Existenz sowie die wesentlichen Veränderungen des Personenstands des Einzelnen und haben durch diesen offiziellen Charakter auch eine sehr hohe Beweiskraft. Gleichzeitig geben sie aber auch nicht immer Sie geben auch nicht mehr wieder als das, was eigentlich eingetragen ist. Um die Lebensgeschichte wirklich mit Leben zu füllen, braucht es weitere Quellen. Und sie haben zwar hohe Beweiskraft, aber limitiert ist dadurch, dass wenn nichts eingetragen ist, was also keinen Eintrag in die Register gefunden hat, auch nur schwer belegbar ist. Wenn ein Vater eines unehelich geborenen Kindes oder ein leiblicher Vater eines ehelich geborenen Kindes nicht eingetragen ist, dann lässt sich das mit Hilfe Register auch nicht nachweisen oder nachvollziehen. Wie also jede historische Quelle haben auch die stark standardisierten und geregelten Personenstandsnebenregister und die Personenstandsregister generell ihre Grenzen. Ich wäre am Ende angekommen. Ich bedanke mich für das Zuhören und ich freue mich auf Ihre Fragen.